Ach Mensch, ach nee, die Aufnahmepause war gar witzig, gar erquickend. Und wir melden uns zurück in Folge 84. Das ist auch manchmal ganz schön dünnschiss, was du von dir gibst, Matze. Findest du? Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ein bisschen auf Matze. Der, da der kein Auto hat, muss er laufen. Achso, wir müssen reisen, glaube ich, ne? Kann das sein? Lass mich gucken, meine ich. Frostburn Canyon, ja, richtig, wir müssen reisen. Das heißt, ihr könnt auch schon mal Richtung Station fahren. Sind wir schon. Perfekt, na dann initiiert doch einfach die Reise. Ja, hier. Oh du meine Güte, mein Schild ist weg, hoffentlich reisen wir schnell. Ah, gut. Waren wir hier schon? Nee, auch nicht, ja. Doch, hier waren wir schon mal. Ist aber eine ganze Weile her. Ja, das war unser aller Anfang. Ja. Ja. War so schön damals. Früher, als wir noch relativ jung waren und... Unerfahren. You know? Genau, unerfahren, das Wort habe ich gesucht. Ich hatte irgendwie was anderes auf der Zunge. Unschuldig? Nee, na sowas in die Richtung. Laufe ich hier richtig? Ja, das ist immer relativ schwierig auf der Map. Ja, es ist tatsächlich nicht ganz falsch. Aber auch nicht ganz richtig. Na doch, eigentlich schon. Na ganz richtig kann man hier nicht gehen, da sind nämlich so Wände und so dazwischen. Ja, und das kann man vorher fast nie wissen. Ach, euch... Mit euch tue ich mich jetzt echt nicht abgeben, sorry, aber... Tod durch Robert! Das finde ich blöd diskriminierend. Ja, manchmal muss man... Ja, muss ich aber ehrlich sagen, das ist... Muss auch mal den Tod für ihn bereithalten. Ja, das ist unfair den anderen gegenüber. Das sind die, euch jetzt du ab und die hier lässt einfach leben. Was ist denn das? Mal sehen, die haben sich mit ihrem Low-Level meinen Respekt verdient. Nee, eher ist es ja, da musst das, du mal. Da ist dem wenigstens sein DT da. Da musst du mal zu Roberts Ich kill alle Toleranz-Seminar gehen. Ich hab da jetzt auch einen fortgeschrittenen Kurs, Matze. Wenn du wieder mal kommen willst. Ich werd durch mit dem Scheiß. Ich würde gern kommen, lieber Robert. Es klingt für mich wie ein gar wundervolles Wochenende. So, wir müssen jetzt mal hier den Dingrich finden. Er ist ein Abscheulich. Die Abscheulichkeit, ja, die müssen wir finden. Die muss aber irgendwo hier rum. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal und haben dann gemerkt, das dass wir, glaube ich. Das Problem haben wir jedes Mal, wenn ja, wir die Quest. Ist nämlich doch falsch gegangen. Ich glaube, wir müssen nach oben. Müssen wir auch. Ist aber blöd, dass die Quest nicht nach oben zeigt. Naja, so intelligent ist die Map in Borderlands 2 noch nicht. Das Spiel ist ja jetzt auch schon wieder 3 Jahre, meine ich, alt. Ja, 3 Jahre. Ja, wir können ja hier nach oben, oder? Ja, ich würde jetzt hier hinten rausgehen, ja, und dann mal gucken, wo es was bei rumkommt. Gar nicht. Das ist meine, das ist auch meine Vermutung. Ja. Ach so, das ist deine Waffe, die Rede. Was? Meine gerade nicht. Nee, ich hab also grad die von Sniper. Irgendjemanden die Waffe. Ach, Kevin, hat ja. Ich dachte mir schon, das ist aber ein komischer Claptrap. Ja. Na, weil es halt so diese mechanische Stimme ist, da noch dieser Huhn drinne. Der Huhn. Ja, von dem wir Claptrap alle lieben. Aber ja. Heute sind wir aber sprachlich ganz schön gewandt. Ja, man könnte meinen, Robert hat sich einen Duden hingelegt. Ne, ich habe heute früh einen Duden gegessen. Hat viel Mehrwert. Oh, ich hab Matze gehauen, Entschuldigung. Ich komme damit klar. Sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges, genmanipuliertes Monster ausnehmend hässlich. Super. Er hat über dich geredet, Matze. Der war tatsächlich nicht mal schlecht, da kann ich nichts zu sagen. Ja, ne, aber ich wollte dich auch gerade sagen, der war... Nummer 5 lebt! Annehmbar. Was ist das für Viech? Holla, die Waldfee. Das ist einfach nur hässlich. Ja, Spike-O. Warst du schon? Das war die Abscheulichkeit, also da fand ich die vorher schlimmer. Was, diese Sparks oder Sparks, so wie die hießen. Ja, genau, diese blöden, elenden... Braxhorns.
Viecher, diese Flugwrecks, Flug... Skeks. Skeks. So, na gut, das war natürlich denkbar leicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwie einen Shortcut nach unten nehmen können. Ein Shortcut? Der beste Robot aller Zeiten! Hört doch mal auf, mir auf den Kranz zu gehen. Ich hab nix für euch. Mann. Ich bin doch nicht von der Heilsarmee. Ich fahre nur. Mami. Mami. Ihr seid so ruhig. Seid ihr sprachlos oder ist mein Internet im Arsch? Nee, nee, es ist... Wir sind sprachlos. Alles. Ihr hättet mich jetzt natürlich stark verunsichern können, wenn ihr einfach nichts gesagt hättet. Ja, aber ich glaube, da hätten Kevin und ich uns absprechen müssen. Aber vermutlich, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob so eine spontane Einheit zwischen euch manchmal vorkommt, aber offenbar nicht. Die besteht immer, das merkst du doch nicht, Matze. Na, offenbar ja nicht. Du willst doch nicht etwa Unfrieden sehen. Ich sehe hier gar nichts. Dann musst du nämlich aufpassen, was du erntest, wenn du siehst. Also du bist mal zumal... Hm? Also es ist fast ein Strich. Warum? Du hast gefragt, ja, du willst doch nicht etwa Unfrieden säen. Und ich habe gesagt, ich sehe hier gar nichts. Nee, du hast eigentlich gesagt, ich sehe nichts. Na, säen und sehen, das ist, spricht man nun mal gleich aus. Naja. Ich finde auch, das war ein Strich. Dafür gebe ich mir aber keinen, weil ich nicht sähen, nicht sehen, sondern sähen gesagt habe. Das finde ich aber ein bisschen unlautere Mittel, nur weil du der Strichmeister bist. Und auf den Strich gehst. Kannst du mich unlauter kreuzweise. Das war fast schon wieder immer. Wo ist denn mein Zettel? Oh nee. Gibt's jetzt so einen Robert N? Freilich. Moment. Oh. Der war ja aber mit Ansage. Ah, da musst du dir auch hingeben. Sehe ich ja überhaupt nicht ein. Darf ich die Quest abgeben? Wie gesagt, ja. Ja, meinetwegen mach das. Abstand zum Ziel. Hey, Strap! Warte auf den richtigen Moment und erledige erstmal mit. Wow, wow, wow. Ab. Anstatt zuzuschlagen, habe ich kein Wort verstanden. Eine Skin-Anpassung. Und gleich noch eine Quest von Mordi. Ach, das macht doch Matze. Mordi, Mordi. Wahrheiten sind relativ. Kopfschüsse nicht. Hast du die Hyperion-Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ich habe den Kerl gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Ich gehe mal zu Dr. Zed. Und auf dem Weg dorthin können wir ein paar Welpen treten. Hallo Dr. Zed. Liegt immer noch die Leiche. Echt so, ne? Neuer Tag, das heißt, und eine neue genetische Abscheulichkeit. Das kann nicht sein. Ich taug nix. Gibst du ab? Wer ist denn bei Zed? Ich bin bei Zed, ich hab abgegeben. Achso, hatte gar nichts gesagt oder was? Ich habe ja gesagt, er hat gesagt, ein neuer Tag, eine neue genetische Abscheulichkeit. Achso, das habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Ich gehe mal zu Markus und gebe da auch mal die Quest ab, die 9 Dollar, die wir von Kai geholt haben. Der Auserwählte! Im Endeffekt kriegen wir dann eine ziemlich beschissene Waffe. Das Böse wird zermatscht, übel zermatscht, matsch, arg. Robert nimmt die Waffe einfach nur aufgrund der Beschreibung schon. Ja, ne. So, ich hau jetzt aber trotzdem mein Iridium auf den Kopf. Deswegen, ich hab irgendwas über 50, ich weiß bloß nicht, was ich brauche. Was nutze ich denn in letzter Zeit viel? Eigentlich Snipers, relativ häufig leer. Da kaufe ich mir mal was. Ich nutze Combat Rifles, aber da brauche ich 100 und so viel habe ich nicht. Ja, ich habe genauso. Das, was ich brauche, habe ich jetzt auch nichts mehr. Naja, gut. Und komm, oh, immerhin, es hat gereicht für... Redet die Waffe mit mir? Nee, machen nee, manche, ja. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte hier in Sanctuary doch noch irgendwas tun. Ich weiß es nicht. Ich habe es knallhart vergessen, aber ist nicht so schlimm. Knallhart wie du bist, ne? Mm, jetzt haben wir in Iridium Blight eine unentdeckte Quest und in Orchasm. Orchasm. Was ist ein Orchasm? Ich weiß es nicht. Kevin, das können wir dir jetzt nicht noch erklären. Lest das Buch. Nein, ich weiß, es heißt Lies und nicht Les. Ist nicht so schlimm. Da wir können... Wahrscheinlich habe ich deine Aussprache einfach nicht verstanden. Kann sein.
Ich habe offenbar eine sehr schlechte Aussprache, wenn man nicht mal Säen von Seen unterscheiden kann. Ich hab's echt gedacht, tut mir ja leid. Abgelehnt. Ruhig dich halt wieder. Abgelehnt. So, naja gut, ich würde fast vorschlagen, wenn wir nicht nach Orchasm oder Orchasm reisen können direkt, gehen wir halt erstmal nach Iridium Blight. Ja, geht sofort los, ich will mich kurz umstylen. Ja, lass, mach das, ich gucke inzwischen, ob wir nicht doch zufällig schon nach Orchasm kommen. Ich würde mal ein bisschen freundlicher wieder aussehen, nicht so duster und... Ach, naja, duster ist ganz gut. Ich bin auch so leicht dunkelblau zur Zeit. Ja, man muss dann wieder mal ein bisschen Love and Happiness reinbringen. Ah ne, für sowas habe ich keine Zeit, das ist so aufwendig. Nee, wir können tatsächlich noch nicht nach Orgasm, ich weiß nicht, wo das ist. Doch, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So! Doch, ich glaube zu wissen, wo das ist. Das ist Iridium, verwirrt, Iridium Blight. Nee, ist nicht so schlimm. Es reicht, wenn ich mich verstehe. Das ist cool, ja. Ja. Ist nicht so schlimm, es reicht, wenn ich mich verstehe. Ihr folgt mir einfach unauffällig. Genau, folget mir blind, das kann schon schief gehen. Weiß nicht. Fallen Venus? Da spontan 5 Sachen ein. So viel Weltkrieg gab's noch gar nicht. Ja, ich gehe da auch von, sag ich mal, Weltkriegen aus, die noch kommen können, deswegen. Ach so, okay. Bei mir mit? Ja, man muss ja nicht immer selber fahren. Muss ich da jetzt rechts durch? Bestimmt, oder? Ist relativ wahrscheinlich, ja. Mit Hass geht es auch nicht schneller auf. Nicht? Eigentlich geht alles mit Hass. Schneller auf. Hätten hier hochgemusst, aber sonst ist alles cool. Ach so, du wolltest die erst suchen, die Quest, Entschuldigung. Was wolltest du jetzt machen? Den Radiosender finden. Ach so, nee, da müssen wir ins neue ins Arid Nexus zurück. Hallo, ich will dich nicht töten, was sehr eigenartig ist. Ich brauche deine Hilfe. Oh, ich sollte einen Namen haben. Menschen haben Namen. Ich weiß, ich habe so viele Malade-Programme. Wie wäre es also mit Mel? Das ist cool. Der Mel. Und der Mel hat eine Quest für uns. Nehmen wir die mal an. Hallo, ich bin ein Roboter. Und das gefällt mir nicht. Würdest du mir helfen, ein Mensch zu werden? Ja, ich trage keine Kleidung, aber Menschen tragen eine Menge Kleidung. Könntest du mir die Sachen von den Banditen in der Nähe besorgen? Ich werde so viel Kleidung tragen, dass ich der beste Mensch aller Zeiten bin. Denk, das kriegen wir hin. Ja, den kriegen wir schon humanoidisiert. Als Mensch werde ich Zweisamkeit suchen, wenn ich einsam bin. Aber die Einsamkeit ersehnen, wenn ich dann einen Partner habe. Ich stehe auf den Roboter. Ich freue mich schon auf meinen ersten Kredit. Na, du musst mal drauf hören, was der so zwischen den Zeilen von sich gibt. Oder zwischen den Missionen. Ich kann's kaum erwarten, Mensch zu sein, damit andere Menschen mich aufgrund mir angeborener physischer oder psychischer Defekte diskriminieren können. Da hörst du es, Kevin. Ja, was ist denn? Der will sich auch über Behinderte lustig machen. Genau wie du. Was? Ich mach mich... Ist ja nicht so, als würdest du gerade ein übelst schlechtes Bild von mir veröffentlichen, ne? Was mich jetzt wegen. Das ist die Realität? Nein, war ein Spaß. Na klar, gib dir deinen Spaß. Ich sehe, Kevin wird gleich aggressiv. Wenn man ihn darauf anspricht. Das ist die Art von Angst, die ich dann verspüre. Wenn Kevin in seinen Rage-Mode geht. Ey, ja. Oh, da zieht er vorbei, du. Kassierter. Oh. Kassierter. Kassierter. Keine Zeugen. No. Nein! Scheiße. Oh nein. Das ist geil. Es ist jetzt nicht wirklich passiert. Ich dachte vor allen Dingen, ich fahre bei Kevin mit, deswegen dachte ich, warum wird er das machen? Er weiß doch genau, dass wir da sterben. So. Mess with me in, Robert, du hast soeben dein Recht auf Fahrersitz verspielt. Wer hat denn meine Farbe schon wieder geändert? Da wirst du doch... Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hör auch mal hier auf euch, ne? Ist ganz süß von dir. Aber du wirst das sicherlich nicht aus reiner Nächstenliebe machen, sondern weil wahrscheinlich ein Bunch of Gegner auf dich zukommt.
Nö, das hätte ich ja alleine gemacht, aber ich dachte mal, ich bin so nett. Hoppala. Hoppala. Ey, cool. Ja, Robert, Fahrzeugregel Nummer 1 in Iridium Blight, nicht über diesen lila leuchtenden Hubbel springen, da fällst du in Lava. Hm. Okay. Guck mal, ich bin hier oben, wenn du mein Auto kaputt gemacht hast oder einen Kratzer reingemacht hast. Ich weiß nicht mehr, wo dein Auto steht. Eigentlich da, wo ihr auch seid, aber anscheinend hast du es weggespawnt. Ja, kann sein. Schön. Komm nicht durch, park mal kurz dein Auto ein Stück zurück. Ganz klar. Ach, du hattest das Zebrabraune. Nee, eigentlich ist es ein Rot. Ja, man kann sich's einreden. Es steht sogar da. Das nur weil es rot da steht, heißt es nicht, dass meine Farbwahrnehmung anders wird. Wenn ich dir blau in roter Schrift zeige, ist es dann trotzdem blau, nur weil es da steht? Da ist ein großer. Das Böse wird, wenn wir den nur einen Kopf wegschießen? Probier's. Hab ich. Nur dann. Das kann schon schief gehen. Danke, Kevin. Du hast gemerkt, dass ich ihn einfach ignoriert hab, Matze, ne? Ja, ja. Ich werte super, das einfach als Sieg. Oh Gott, der hat mich erwischt. Zeit zu sterben! Das hab ich nicht mal gespielt! Ich zerfetz dich, Stückchen! Wer? Ja, die Quatsch! Das ist Zeit für Zermatschen! Oh Mann! Was denn? Ich hab mich weggeschubst. Ja, sowas machen die. So, es müssen dann. Ach ja, richtig. Wir mussten ja Kleidung suchen. Danke, dass du mir Kleidung besorgt hast. Bring die Kleidung zu mir. Hab alles. Und dann trage ich die Kleidung. Was haben wir denn hier? Eine Granatmod, aber die ist schlecht. Vielleicht möchte jemand vergleichen? Wie gut ist es denn vom DMG her? 1006 oder sowas in der Richtung? Yes, es geht nicht nur um reinen Schaden, Kevin. Mir schon. Nee. Das, man muss auch das Wesen der Granate mit betrachten. Mhm. Mein Wesen ist, dass ich zurücklaufen muss. Nee, hier ist direkt eine Fahrzeugstation. Und weil ich so ein gütiger Mensch bin, helfe ich dir sogar gegen die Gegner. Gütiger Mensch, du hast das Fahrzeug weggespawnt. Aber zumindest unabsichtlich. Ui, ich sehe nix. Ist nicht so schlimm. Oh, das ist mir zu viel hin und her. Kann aber auch alles scheiße finden, Robert. Ganz ehrlich. Muss man ein bisschen positiven Spirit hier reinbringen. Nur am Cryen, ey. Mein Spirit ist so positiv. Denke ich nämlich nicht. So, jetzt kann ich wieder aufsteigen. So. Ach ja, wir müssen ihm die Klamotten geben. Ich bin heute echt, was mein Kurzzeitgedächtnis angeht, sehr unzuverlässig. Ich glaube, ich bin falsch gefahren, oder? Nee, nicht unbedingt. Nein! Das war falsch. Oh, was hat mich denn jetzt hier runtergeschmissen? Also ich war's nicht. Wir vergnügen uns derweile mit ein paar umherspawnenden. Ach, da ist er ja schon wieder. Ich bin da, ja. Ich bleib bei euch. Das finde ich gut, dass du uns die Treue so hältst. So loyale Mitspieler findet man heute nur noch selten. Aus einer Grundsatzdiskussion anfangen? So, Malleboy, hört mal auf, den zu schießen, Mensch. Er ist schon nackig, da müssen wir danke. Nicht noch beballern. Ich trage jetzt die Kleidung. Ich finde, ich sehe gut aus. Oh, Eitelkeit. Sehr menschlich. Aber warum fühle ich mich dann noch nicht wie ein Mensch? Was kann man da machen? Egal, wir haben ihm Kleider gebracht und es gibt eine Sniper oder ein Schild als Belohnung. Ist ja beides Müll. Ich finde beides nicht so schlecht. Und kein Token.
Ich weiß, warum ich mich noch nicht wie ein Mensch fühle. Ich habe keine Gliedmaßen. Ich habe gehört, dass diese Banditen Gliedmaßen übrig haben. Frag sie doch nach welchen. Übrig haben vor allen Dingen, ne? Erhöht deine maximale Gesundheit. Ne, ist natürlich besser, ne? Dann dusche ich und gebe Trinkgeld und krieg blaue Flecken und falte Laken und enttäusche. Was ist die Alternative? Ich esse Döner. Was denn? Ich kann das nicht zitieren. Dann muss ich endlich nicht mehr gut in Mathe sein. Nichts ist langweiliger als 8.281 mal 933.332,444 zu nehmen und auf 7.728.926.051,574. Matze hört den halt jetzt ganz dazu. Das ist ja auch komisch. Ich kann kaum erwarten, Mensch zu sein. Dann dusche ich und gebe Trinkgeld und krieg blau. Ihr müsst halt nicht den gleichen Humor von Borderlands haben, wie ich den habe. Aber ich kann mich daran. Wie du schon vorhin gesagt hast, haben wir es ja schon mindestens 5-mal gehört. Ja, aber das, für den gilt das Gesetz des abnehmenden komödiantischen Ertrags nicht. Zumindest bei mir nicht. Das ist interessant, wie du das. Das Gesetz des abnehmenden komödiantischen Ertrages. Das ist eigentlich. Ist. The Massive Sterile Pain, ha. Weiß noch nicht, was ich sagen soll. Wieso wirst du eigentlich immer nach rechts fahren, Kevin? Weil ich damit verwirre. Nee, du hast mich damit nicht verwirrt. Ich wusste, dass es nach links geht. Hab bloß die Kurve nicht richtig gekriegt. Natürlich. Das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Natürlich. So, wollen wir die Gliedmaßen noch sammeln oder wollen wir die Folge beenden? Na, wenn die Folge jetzt schon vorbei ist, sammeln wir die noch. Gut. Das ist krass bestimmt. Wir machen schon mal hier rüber, Kevin. Damit wir uns ein bisschen aufteilen. Schmeiß ich Robert hier mal raus. Ja. Er geht hier rein, ich fahre eine Weile nach oben. Sammeln! Bei der Boom, leg mal hoch. Könntest du mir noch mehr besorgen? Juhu, Juris! Du wirst aus einem großen Angebot auswählen können. Wir Menschen lieben die Qual der Nacht. Ja, hier jemanden einfach nur eskalierende ganze Zeit. Wahnsinn! Was haben wir hier? Ich hab zwei Hände. Das ist super. Oh, wer ist das? Ja, da wolltest du das eh noch haben. Das wird gut. Außer Netze hoffen, dass ich dir jetzt helfen kann, ne? Nee, krieg ich hin. Klasse. Ja, tot! Okay. Oh. Das wird mich aufhalten! Ich reiß! Was ist das? Haben wir es denn dann? Nee, immer noch nicht. Ah, ein Gesicht! Gesicht ist praktisch, da müsste ich ja noch die Unterkörpergliedmaßen finden. Was haben wir hier? Ich habe hier einen Fuß. Aber ein, was fehlt noch? Ist oben auf dem Berg. Ich glaube, du kommst du hin. Ich würde aber erst Robert mitnehmen, weil sonst ist er hier ganz alleine. Dann mach das mal. Juhu! Hätte ich es nur gelassen. So, ist es jetzt das hier war oder ich da ohne. Oben? Du hast schon vorher geächtzt. Ja, ja. Ich glaube, es ist hier oben. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da drüben. Ja, gut, ist dass hier. Ich noch nicht gesprungen bin. Was haben wir jetzt hier noch? Ich guck grad. Schnauze. Na Robert, wie redest du denn mit Matze? Hier haben wir noch ein Bein. Ah, sehr gut, ne? Dann haben wir zwei Beine. Ich kann es kaum erwarten, aber nur ein Arm. Nee, ich hab auch einen Arm. Achso. Also so halt was mit Patscherhändchen dran. Was für ein geiler Sprung. What the fuck? Und keiner hat's gesehen, es tut uns leid. Nee, tut's ja nicht. Doch, ein bisschen schon, weil ich mag geile Sprünge. Ich bin halt oben von der einen Klippe runtergesprungen, ne? Also was in die Richtung habe ich jetzt auch vor. Noch schnell hin und dann ist okay. Und dann ist. Dann okay. Ist okay. Können wir jetzt hier springen, Matze? Na, ich will Anlauf nehmen. Ah. Zahnriss. What? Naja, ging eigentlich. War nicht so spektakulär, wie ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Das war spektakulär, was? Da ging eine kurze Pumpe. Wissen? Na, mir auch. Ist so ehrlich, ja? Ja.
Hätte ich nie gedacht, dass wir das noch überleben, aber haben wir. So, hab ich gut geregelt. Wir sind praktisch on the way mit Max V-Speed hier, V-Max meine ich. Mit Max? Der ist auch dabei. Oh nee. Es ist eigentlich noch gedreht. Nee, komm. Es ist nah dran, Robo. Ihr habt gelacht. Na. Ich definiere ab heute, jeder Witz, worüber ihr lacht, ist kein Strich wert. Ich definiere ab heute? Das war nicht so cool, wie du es gedacht hattest, ne? Wir können es ja zur Abstimmung geben. Wer ist dafür? Ich? Wer ist dagegen? Ich. Ich enthalte mich. Na gut, dann tritt's nicht in Kraft. Stimmengleichheit wird angenommen, okay. Nee, bei Stimmengleichheit wird abgelehnt. Wer ist dafür? Ich. Wer ist dagegen? Ich. Okay. Ja, diese Gliedmaßen sind eindeutig die besten. Menschheit, ich komme. Hallo, ich bin ein Mensch. Ich nehme Nahrung zu mir und ich begehre Dinge. Ich habe Kreditkartenschulden und eine Frau, für die ich nichts empfinde. Ist doch super. Ich nehme mal noch die letzte Quest an. Ja. Mach das mal. Dachte ich ja, besiege mal. Mir ist eins klar geworden. Ich begreife nun, dass Menschsein nichts mit Kleidung oder einem Gesicht aus Fleisch und Blut zu tun hat. Auf Pandora bedeutet es, dass man versucht, andere Menschen umzubringen. Also, stirb! Danke für deine Hilfe. Wenn ich dich ermordet habe, werde ich... Aua, das hat wehgetan. Moment. Das ging schnell. Menschen empfinden Schmerz. Ich habe Schmerz empfunden. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Hurra, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ist eine wahre Schönheit, ja. Naja. Dieser Kampf hat richtig Spaß gemacht. Komm jederzeit wieder, dann wiederholen wir das. Ein Vogel. Das sind doch schöne Schlussworte. So, was sagst du? Das sind doch schöne Schlussworte. Na dann, beenden wir das Let's Play. Also nicht das Let's Play, sondern diese Folge, die Nummer 84. Und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.